Das stört ja eigentlich. Cash stört, weil Geld soll nicht auf dem Konto sein, Geld soll arbeiten. Ich habe noch nie Geld arbeiten sehen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da wird ja auch immer so diskutiert, Negativzinsen könnte man dann einführen, muss man aber das Bargeld verbieten. Wie weit sind wir da jetzt inzwischen? Also für mich stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr, das Bargeld die Bargeldabschaffung, Verbot wird es nicht werden, Bargeldabschaffung, die wird kommen, weil alle großen Institutionen haben ein Interesse an der Abschaffung des Bargeldes, die Politik, die Banken, die Industrie. Es gibt keinen, der ein Interesse am Bargeld hat, außer so ein paar Spinner wie wir, die sich über Freiheit und selbstbestimmtes Leben Gedanken machen. Selbst die Masse der Bevölkerung hat kein Interesse dran. Die sagt, ist doch bequem, mit einem Chip zu bezahlen oder mit dem Handy zu bezahlen. Was interessiert mich die Überwachung? Das sind nur so ein paar Irre wie wir, die sich darüber Gedanken machen und die bewegen nun wirklich hier nichts mehr. Das heißt, die Bargeldabschaffung kommt, die wird langsam aus dem System ausgeschlichen. Vielleicht gibt es irgendwann sogar nach einem großen Crash eine neue Weltleitwährung auf Kryptobasis. Die gibt es dann erst gar nicht mit Scheinen und Münzen, die gibt es dann von Beginn an schon nur elektronisch. Also ist doch eigentlich wunderbar. Wir haben die Bitcoins, wir haben die jetzt schon die Kryptowährungen, die werden gehypt, die werden hip gemacht. Also wer heute wirklich noch glaubt, dass irgendein anonymer Asiat im Hinterzimmer eine Währung zusammengeschraubt hat, die mal eben die Welt aus den Angeln hebt, der hat auch nicht mehr Latten am Zaun. Das ist eine Blaupause. Die Bitcoin ist nichts anderes als eine Blaupause, um mal zu experimentieren, wie können wir später mal eine große weltweite Kryptowährung einsetzen, welche Probleme gibt es, welche Vorteile und natürlich das Ding auch hip zu machen. Weltweit spricht jeder positiv von Bitcoin, von Kryptowährung. Das ist hip, das ist modern, das ist underground, das ist klasse. Ja, das heißt, hier wird eine Stimmung gemacht für etwas, was künftig die Welt beherrschen soll. Und wer Kryptowährung liebt, der braucht doch kein Bargeld mehr. Also auch dieser Hype um Bitcoin ist nichts anderes als eine Vorbereitung der Abschaffung des Bargeldes. Das kommt, die Frage stellt sich nicht. Über die Zeiträume können wir gerne diskutieren. Das geht nicht von heute auf morgen, das wird sicherlich einige Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, darauf können wir uns einstellen.